Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist der Robert, ihr seid auf meinem Kanal gelandet und wir spielen City Skylines. Ja, heute mal wieder mit Mütze, wegen Bad Hair Day. Ich drücke jetzt schon mal auf meine Stoppuhr, nicht, dass ich das dann völlig vergesse. Wir spielen weiter, gestern oder so, wann auch immer, ich weiß es jetzt gerade nicht ganz genau, kam wieder mal keine Folge, weil ich mir den Freitag einfach freigenommen habe. Nichtsdestotrotz nehme ich jetzt die Skylines auf und wir werden, also ich werde wieder eine längere Session machen, 1, 2, 3 Folgen oder sowas, dann nach und nach hochladen und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Gucken, wie weit ich heute mal komme, aber erstmal haben wir jetzt auf den Ladeknopf gedrückt und schauen, dass wir hier mit unserer Stadt wieder irgendwo hinkommen und ich weiß gerade gar nicht mehr, was hier wo und wie und warum passiert ist. Verfügbarer Strom sieht ganz dünner aus, verfügbares Wasser sieht sehr gut aus. So, hier haben wir diese spezielle, sehr spezielle Anlage und oh, diese Stadt ist echt, die ist der Horror. Ein Gebäude ist abgebrannt. Wo denn? Wo ist denn hier ein Gebäude abgebrannt? Liebe Freunde, wo ist das Gebäude abgebrannt? Ich weiß es spontan einfach nicht. Dann können wir es nicht wegreißen. So, und hier scheinen gerade, was haben wir denn hier? Wir haben sehr, sehr hohe Nachfrage an Wohngebieten. Okay, dann werden wir hier mal, wir haben ja hier drüben schon was angefangen. Ach, und hier ist das abgebrannte Haus. Ich verstehe, dann kommt das dort weg. Braucht ja dann keiner mehr. Und dann werde ich hier drüben jetzt mal ganz entspannt mal eine weitere Straße hinsetzen. Und zwar gleich so eine etwas größere, nämlich so eine. So, das kostet allerdings alles einen Haufen Geld. Na, 2000, bitte. Bitte, 2040. Naja, wegen mir. Ja, ja, ich weiß, ihr seid jetzt hier. So, und jetzt machen wir das hier mal ein bisschen ordentlicher. Nicht genügend Geld. Okay, dann muss es bis ungefähr hierhin reichen. Ja, ich weiß, ihr habt jetzt alle ein ganz schweres Leben, weil es, das gefällt euch natürlich nicht, dass jetzt hier Leute hinziehen wollen. Oh nein, wie schrecklich. Wie schrecklich. Nicht, dass da jetzt noch andere hinziehen, mit denen man sich dann eventuell unterhalten muss. Und ich habe übrigens eine Mod installiert, nämlich die First-Person-Camera-Mod. Hotkey to toggle First-Person ist Tab. Field of View 45, Movement Speed 128. Snap to Ground ist noch ganz cool. Offset from ground, prevent ground clipping. So, save configuration. Und jetzt kann ich einfach Tab drücken. Und mich dann hier in meiner Stadt ein wenig umsehen. Ist das nicht cool? Ich finde es ziemlich cool. Wir können hier dann ja so lang speeden und uns die großen Freiflächen angucken, die sich hier mitten in unserer Stadt noch bieten. Supi, dupi, deluxi. So, drücken wir wieder Tab, sind wir wieder raus aus dem Käse. So, hier drüben gibt es natürlich kein Wasser. Und Wasser braucht der Mensch zum Leben. So, da kriege ich das denn bezahlt? Nope. Da müssen wir hier den illegalen Weg gehen. Nämlich in hässlich. So. Sehr schön. Sehr schön. Awesome. Great stuff. Good. Good job, Team. So, wenn wir 5000 erreicht haben, ist, glaube ich, der nächste Meilenstein am Krachen. Schauen wir mal, genau, bei 5500. Und jemand hat mir gesagt, wir können die Steuern mal ein bisschen erhöhen. Erhöhen? Machen wir die auf... Machen wir auf 10%, 10% und ja auch 10%. Da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Geld. Und der arme Junge dort hat noch kein... Erstmal machen wir den Scheiß hier wieder aus, damit wir mehr Geld verdienen. Und was wurde gesagt gerade eben? Da fehlt noch irgendwo Wasser. Wasser. So, wäre das auch mit Wasser versorgt. Wasser versorgt. Ja, und es gibt keine Arbeitsplätze. Das ist natürlich schlecht. Deswegen brauchen wir hier noch mehr
Arbeit. Arbeiter. Wir brauchen keine Arbeit mehr. Also wir brauchen natürlich schon Arbeit. Jeder braucht Arbeit. Aber wir brauchen mehr Leute, die arbeiten gehen können. So, und jetzt werde ich mich unbeliebt machen bei den Anwohnern. Weil ich hier noch ein paar Querstraßen einfügen möchte. Aber da wird sich schon was hinbauen. Früher oder später baut sich da jemand hin. Aber jetzt haben wir hier das ein bisschen ausgeglichen. Und da drüben gibt es schon wieder kein Wasser. So. Schön unter der Straße. Ja, und mal gucken, wenn wir diese Chaosstadt dann endlich mal in den Abgrund geritten haben, werde ich anfangen, eine richtige Stadt zu bauen. Das ist ja eigentlich nur die Übungsstadt gewesen. So, machen wir ein bisschen hübsch. So. Oh Gott, sieht das alles furchtbar aus. Schönste Stadt der Welt. Okay. Hier siedeln sich nach und nach Leute an. Die können hier nämlich direkt dann zum Industriegebiet rüberfahren. Weil es da so schön ist. Und jetzt haben wir kaum noch Nachfrage nach irgendwas. Und wir machen erstmal entspannte 7000 die Stunde. Es ziehen zwar Leute weg, aber da scheiße ich drauf. Ich scheiße drauf auf Leute, die wegziehen. So, reicht das denn jetzt? Können wir das hier unter der... Sehr gut. So, schön unter der Straße, so wie ich das eigentlich gerne hätte. Und Strom ist halt immer noch dünn. Dafür brauche ich jetzt mal den Wind. Der Wind ist hier so sehr stark und das bedeutet mir, ich werde dort, wenn ich dann wieder genug Geld habe, mal so eine wundervolle Turbine da hinsetzen. Was kostet die denn eigentlich? Die kostet 6000. Dann werde ich die nämlich dort, wo viel, 1, 2, 3, ich muss kurz überlegen, wo viel Wind ist, werde ich die dann auch hinsetzen. So, hier wird fleißig gebaut, hier drüben. Mal Tab drücken, das sollte man aus der Nähe angucken. Ah, oh, das sieht gurkig aus der Nähe, eben wegen diesem Aliasing und den ganzen anderen Problemen, die das Spiel noch so aktuell plagt. Hier unten gibt es keinen Strom und kein Wasser. Wieso gibt es denn da kein Wasser? Ich hab doch da definitiv Wasser hingebaut. Sieht strommäßig schon wieder so schlecht aus? Jo, tut es. Tut es. Gut, das bedeutet hier meine Windturbine. Hier so hingetackert. Die wird hier jetzt einfach einspeisen, nehme ich an. Ja, die macht sich dort sehr gut. Nicht genügend Geld, ja, ich weiß, wir haben nicht genügend Geld für nur noch eine Turbine, aber die wird jetzt hoffentlich... Ja, die produziert eine ganze Menge Strom für uns. Die steht dort sehr gut. Sehr, sehr gut. So, aber das mit dem Wasser hier unten, das kann ich noch nicht ganz nachvollziehen. Ihr habt doch definitiv hier Wasser. Und wir haben auch mehr als genug Wasser. Was ist euer Problem? Gucken, ob wir das Problem so ein bisschen lösen können. Ja. Wer weiß, vielleicht reicht der Pumpendruck bis hier unten nicht mehr. Die ganzen Wasserprobleme scheinen sich jetzt in Luft aufzulösen. Außer die haben auch noch irgendwie immer noch in Schwulitäten. Und was sagt denn die Wasserverschmutzung eigentlich? Die ist ja... So, wir haben hier drüben, da wird Dreckwasser eingespeist. Das bedeutet, hier können wir eigentlich durchaus noch eine Pumpe hinsetzen. Ach, die ist außerhalb der Stadtgrenze. Wo ist denn die Stadtgrenze? Ach, da so. Ich verstehe. Gebäude muss ja außerhalb der Stadtgrenze. Das ist... Also, warum ihr Wasserprobleme habt, kann ich echt nicht nachvollziehen. Wir haben mehr als genug Wasser. Ich meine, ich kann jetzt hier nochmal so eine Querleitung ziehen. Vielleicht löst das Wasserproblem so, wie wir es aktuell haben. Ja, na irgendwie haben immer Leute Wasserprobleme. Okay, wie kann ich denn hier neues Land kaufen? Bodenrichtwert. Aha. Ich will neues Land kaufen. Ah, genau. Ich brauche...
Nehmen wir das. 4700. So viel Geld haben wir gerade noch. Jo. Dann kommt jetzt hier ein Wasserwerk hin. Achso, und Strom. Einmal richtig hässlich. Also die Stadt darf ja nicht schön werden. Das habe ich schon für mich beschlossen. Das ist so eine... Naja, so eine Stadt, die quasi von selbst gewachsen ist. So, und jetzt sollte es aber definitiv keine Wasserprobleme mehr geben. Wir haben so viel Wasser über. Und jetzt komme ich schon wieder mit dem Wind. Denn ich brauche noch mehr Windkraftwerke. Windkraftwerke, Windkraftwerke. So, da setzen wir hier mitten ins Nirgendwo eins und verbinden das mit dem ganzen Rest. So. Ey, schönste Stadt der Welt, total sinnvoll geplant. Hier muss noch was passieren. Hier muss noch richtig viel passieren. So, hier haben wir so Doppelstraßen. Doppelstraße, nehmen wir gerne noch eine. Ich muss das hier mal ein bisschen... Windkraftwerke, Windkraftwerke. So. Warum kriege ich jetzt nicht angezeigt, wie viele... Alter, wir haben genug Wasser. Geh weg, du scheiß Twitter-Vogel. Was habe ich denn jetzt hier wieder... Ist hier irgendwas falsch? Wieder aktiviert? Ich weiß nämlich nicht, wie viele Plätze wir da hinten dran bekommen. Ach so. Deswegen wahrscheinlich. Ja, genau deswegen. Ja, dann wird das halt weggetackert. Das ist mir scheißegal. Wir haben keine Zeit für... ...für irgendwen. Und jetzt haben wir schon wieder nicht genügend Geld. So, bitte mal gelb machen hier alles. Gelb, 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 gelb. Dass wir hier drüben dieses... Was ist das denn? Was ist hier los? Nicht genug Wasser. Erkläre mir das jemand. Wieso die nicht genug Wasser haben? Wir haben Wasserüberschuss, aber sowas von... Ach, die sind hier... die sind hier ein bisschen an der Ecke. Hey, ich verstehe. Da werden wir hier mal noch eine Querleitung ziehen. Und schon sollte sich das Wasserproblem in Luft auflösen. Okay. Hier drüben dürfen sich neue Leute an... siedeln müssen, um genau zu sein. Sie dürfen nicht nur, sie müssen. Und hier oben muss, glaube ich, was den Traffic angeht, ein bisschen was passieren. So, wo könnte ich mir denn nochmal den Verkehr angucken? Bitte. Da, hier. Ganz, ganz schlecht an der Stelle. Das bedeutet, hier muss irgendwas hin. Hier muss was passieren. Zum Beispiel ein Kreisverkehr. Damit reiße ich mir aber alles ein. Ohne Scheiß, damit reiße ich alles ein. Also hier muss... Da müssen wir jetzt mal Pause drücken. Hier, das geht so natürlich nicht. Dass hier... sich der Verkehr aufstaut. Und haben wir denn schon bessere Straßen von irgendwas bekommen? Nee. Ah, kriegen wir aber gleich. Zweispurige Straße mit Gras. Aber die wird nicht viel besser sein, oder? Geschwindigkeit 40, Geschwindigkeit 40. Nee. Die wird kein Stück besser sein. Schade, Schokolade. Ja, was machen wir denn da? Also da muss irgendwas passieren. Und meiner Meinung nach muss das hier passieren. Dieser Ort ist bereits belegt. Ja, ich weiß. I know, I know. Jo, was machen wir denn dort? Was machen wir an der Stelle? Da muss... Vielleicht noch eine Umgehungsstraße. Ich weiß nicht, ob wir hier drüben außerhalb der Stadtgrenzen... Wahrscheinlich dürfen wir da nichts anbringen. Nee, ist außerhalb der Stadtgrenzen. Können wir uns das Teil rechts davon noch kaufen? Ja. 7000 haben wir nicht.
Haben wir nicht, aber hätte ich gerne. Weil dann könnten wir hier nämlich von der Autobahn irgendwie noch so ein Autobahnkreuz abziehen. Aber aktuell führt hier natürlich alles mitten durch die Stadt durch. Das bedeutet für mich jetzt ganz einfach, wir müssen jetzt hier knallhart vorgehen. Knallhart meine ich. Mit knallhart meine ich knallhart. So, jetzt machen wir das hier alles mal ein bisschen breiter. Ja, das muss auch, es muss alles weg. Ja, das wird euch nicht gefallen, was ich. Was passiert eigentlich mit den Autos, wenn ich jetzt auf Play drücke? Ah, die verschwinden einfach. Sie diffundieren weg. Ja, okay, das gefällt mir, dass das einfach so. Der Ort ist bereits belegt. So, das müsste hier so hin. Allerdings stören mich hier noch diverse Sachen. Und so hätte ich es gerne hingebaut. Irgendwie so. Aber irgendwas stört den ganzen Kram noch. Ach, das muss alles weg. Tut mir leid, ihr müsst alle umziehen. Alle umziehen. So, Middle Heights. Ich glaube, ich hätte ihn gerne so, den Kreisverkehr. Und jetzt kommen wir hier mit etwas fetteren Straßen an. So, einer so, einer so. Der Ort ist bereits belegt. Ja, das ist auch nicht mein Freund. Aber was soll's. Gut, dann wird das. Ja, ich werde dieses Gebäude abreißen. Mir scheißegal. Auch wenn ihr jetzt alle traurig seid, aber das muss sein. Was muss ich denn hier noch wegreißen? Ja. Mensch, ihr habt gar keine Ahnung, dass ihr jetzt traurig seid. So. Jetzt noch eine interne Verkabelung und das da oben muss noch angebunden werden wieder. Das ist alles nicht schön, aber nützlich. So, und diese ganzen Häuser, was ist denn eigentlich mit euch? Wollt ihr irgendwo wohnen? Die haben ja jetzt aktuell halt. Ach so, ich habe nicht genügend Geld. Na, wir gucken mal, was jetzt passiert. Wenn wir hier wieder die Zeit loslaufen lassen, alles bisschen ordentlicher und hier können überall gerne Leute hinziehen rund um den Kreisverkehr. Wenn ihr da wohnen wollt, gerne. Soll alles nicht mein Problem sein. Wenn ihr dort wohnen wollt, habe ich damit gar kein Problem. So, und jetzt haben wir da oben natürlich keinen Strom mehr, weil. Zack, zack. So, damit sollten die Stromprobleme gleich wieder. So, ich dachte, die Kreisverkehre sind so übelst awesome. Ich sehe ja immer noch keinen Unterschied. Das ist immer noch scheiße. Oh, und jetzt staut sich's hier hinten auf. Ach du Kacke. Ja, die Häuser sind einfach verschwunden. Das ist in Ordnung. Also für mich ist das ganz in Ordnung. Was haben wir denn hier? Hier ist alles noch blau. Wir brauchen aber auch gerade nichts weiter. Was ich jetzt interessant finde, wäre hier in der Mitte mit dem Pinselchen noch ein paar Häuser hinzusetzen. So, hier können überall Leute einziehen und in der Mitte sind Geschäfte. Das mag jetzt nicht das coolste, der coolste Ort auf der Welt sein zum Leben, aber witzig fände ich's. Naja, so richtig awesome ist der Kreisverkehr aber nicht. Also ohne Scheiß.
Wahrscheinlich, weil er hier mit einer kleinen Straße irgendwie verbunden ist. Ach, das ist halt. Es ist alles russisch. Klingt doof, ist aber so. Aber richtig, richtig schön ist das alles nicht. Hier drüben fährt natürlich auch direkt die Autobahn durch unser Gebiet durch. So, aber wir haben trotzdem einen guten Zuwachs, auch wenn wir hier oben gerade echt den Terror gemacht haben und den halben Stadt... das Stadtzentrum abgerissen haben. Aha, Dekoration, einzigartige Gebäude, haben wir noch sowieso keine freigeschaltet. Statue der Industrie. Gut, 83 Leute ziehen jetzt hier schon. Und aktuell brauchen wir, glaube ich, gerade gar nichts. Wir brauchen... Wir haben hier noch ganz viel Industrie, die haben kein Wasser. Stimmt soweit. Damit hätte man das Wasser auch schon wieder für die gelöst. Aber Strom sollten die sich ja selber verschaffen. Was sagt unser Gemeinstrom? Oh, ich habe es schon besser gesehen. So, Windkraftwerke. Windkraftwerke. So, Windkraftwerke sind abgewindkraftwerkt. Und ich weiß noch nicht, wie es in Chaoshausen hier weitergehen wird. Was sagt eigentlich die Uhr? 21 Minuten. Naja, da haben wir ja noch ein bisschen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Aber macht schon, macht Riesenspaß aktuell. Auch wenn ich, hier oben wirklich ein großes Chaos veranstaltet habe. Es scheint so richtig, scheint es keinen zu interessieren, ob da jetzt nur Chaos ist oder nicht. Was sagt eigentlich der Lärm? Das ist alles sehr laut, aber wir haben das von den Wohngebieten ferngehalten. Ja, so schlecht ist das nicht. Windkraftwerke. 5000 machen wir jetzt die Woche. Das ist auch schön. Ausgehende Verbindung. Aha. Ich hätte gerne Bevölkerung, ausgehende Verbindung. Naja, wer weiß. Wir lassen das hier erstmal ganz langsam sich jetzt entwickeln. Da wie wir momentan noch keine Probleme haben, was habt ihr? Geringer Bodenrichtwert. Naja. Den Bodenrichtwert hatte ich hier schon mal gesehen. Ne, das Naturrohstoffe, Bodenrichtwert. Ah, da muss ich einen Park hinstellen, damit dort Leute früher oder später sich was Schönes, ein schönes Häuschen hinbauen. Aber wir haben ja dort schon einen. Also entweder brauchen die noch einen Park. Was haben wir denn noch eigentlich? Wege und Requisiten. An relativ vielen Stellen geringen Bodenrichtwert. Hier drüben auch noch. Wenn wir da jetzt mal so einen großen Park hintackern, dann sollte der doch helfen. So, die sind weg. Die anderen sind traurig. Nicht so schlimm. So, geringer Bodenrichtwert. Nochmal nachgucken. Hoch ist grün, blau ist, ne? Und weiß ist irgendwie gar nichts. Ja. Blau ist neutral. Na, das System ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, was mir das Ding dann sagen möchte. Das Einzige, was ich gerade sehe, ist, dass man direkt hätte mit zweispurigen Straßen anfangen müssen. Aber es ziehen trotzdem noch genug Leute zu uns. Das beruhigt mich ein wenig. So, da sind ein paar Verbrecher unterwegs. Und was gibt's hier? Müllberge. Wie voll ist die? 20% voll. Okay, und die hier ist 32% voll. Zeigt mir eigentlich, dass die noch gut abholen müssten. Und Verbrecher gibt es natürlich, weil wir, glaube ich, nach wie vor keine Polizeistelle... Doch, wir haben zwei Polizeistellen. Eine dort und eine dort. Ja, nee, dann... Ach, das ist gar keine... Das ist die Polizei. Und da haben wir tatsächlich gar keine.
Können wir uns eh nicht leisten. Kostet nämlich gerade mal 12.000. Wird sich aber dann hier demnächst wohl mal ansiedeln, wenn die 12.000 erreicht sind in der nächsten Woche. Jetzt. Machen wir hier mal das Polizeirevier mitten da drin platziert. Da gehört es wegen mir auch hin, weil anscheinend ist im Industriegebiet sowieso immer das größte Problem mit was weiß ich. So, hier drüben brennt ein Haus. Sehr schön. Habe ich mir schon immer gewünscht, dass Häuser brennen. Und jetzt machen wir erstmal ein bisschen Druck, würde ich sagen. Weil ich möchte gerne die 5.500 dann irgendwann mal noch erreichen. Und aktuell machen wir auch noch 3.500, nee, fast 4.000 Gewinn. Was haben wir hier oben für Probleme? Ein geringer Bodenrichtwert, naja und? Was soll ich da jetzt machen? Get lost. Das fehlt anscheinend an Arbeitern. Oder wer hat das Symbol zum Beispiel hier? Nicht genügend Arbeiter, genau. Ja, das liegt nur daran, dass die... Okay, warum jetzt hier kein Müll kommt, ist mir... Also warum hier der... Ach, geh weg, Vogel. Geh weg. Warum die den Müll jetzt nicht ausreichend abholen, ist mir immer noch nicht ganz klar. So, 15.000. Oh, hier ist aber mit Gewalt und so haben wir jetzt gerade echte Probleme. Dann brauchen wir also noch eine Polizeistation. Die mal die Verbrecher dingfest machen. Und nach wie vor haben wir anscheinend ein Müllproblem. Wie wir dem Müllproblem Herr werden, weiß ich jetzt noch gar nicht so richtig. So, hier ist irgendwas abgebrannt. Na ja, gut, die müssen halt so hier einmal komplett lang fahren, damit die den Müll abholen können. Was kostet nämlich so ein Müllplatz? Da würde ich nämlich jetzt noch einen hier hinsetzen. Das gefällt halt gar niemandem, dann kommt er lieber noch mit dahin. Noch ein Müllplatz, aber ich glaube, der reicht einfach nicht bis da hoch. Das ist das gesamte Problem, was wir haben. Und wenn wir jetzt hier einfach mal eine Straße durchziehen. So, machen wir Bild nach oben. Das ist jetzt eine Hochstraße geworden. Sieht nicht so aus für mich. Oh, oh, ein Gebäude ist ausgebrannt. Wo ist es denn? Da. Ist mal weggetackert, das ausgebrannte Gebäude. Und wir haben gerade Bevölkerungsschwund. Jetzt nicht mehr. Mal kurz Pause drücken, dass ich diese... Hier ist noch eins, das... Macht ja die Stadt alles nicht schöner. Also jetzt geht's auch wieder bergauf. Ich muss noch Pause loslassen und... jetzt mit der Zeit sieht's ganz schlecht aus gerade. Ich weiß noch nicht, was ich mir mit dieser Straße eigentlich gedacht habe, die hier einmal so quer führt, aber naja. So, komm schon, die 5.000 hätte ich jetzt gerne gleich mal noch erreicht, also die 5.500, während mein Geld immer mehr wird und wir haben enormen Bedarf an Wohnungen. Ja, ihr seid ganz traurig, ich weiß, es ist ein hartes Leben für euch. So, Strom passiert hier von allein, Wasser passiert allerdings nicht von allein. No, ich möchte es nicht malen, ich möchte es ausfüllen lassen. Hier können überall Leute hinziehen. Oh, schön. Ah, die 5.500 endlich geschafft. Und wir kriegen ein einzigartiges Gebäude. Stadt hat minus ein Geld. Shoppingstatue, Platz der Toten. Ah, ja, ja, ja. Ölindustriell können wir jetzt machen. Zweispurige Straße mit Bäumen. Ah, ist eine ganze Menge freigeschaltet worden.
Okay, dann wo jetzt gerade... Ui, nicht so laut schreien. Wo jetzt gerade eine Menge freigeschaltet wurde, sage ich mal tschüss und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich bin und war der Robert. Macht's gut und tschüss.